So, und da ist es wieder soweit, liebe Zuschauer. Wir schauen heute zum dritten Mal hier auf den JFD Desktop, auf die Live-Gegebenheiten des Marktes. Zum Morgen das Devisenradar, zur Mittagszeit dann hier die Rohstoff- oder dem Rohstofföl Brent Crude hier geschuldet. Und jetzt wollen wir uns in Sachen des fortgeschrittenen Nachmittags den US-Märkten zuwenden, die sich ja wieder mehr schlecht als recht präsentieren. Wir sehen hier Abgaben in Übersee und das wollen wir uns eben mal näher betrachten, wie das denn hier in der grundsätzlichen Tendenz zu bewerten ist. Wir haben gestern bereits ja den S&P 500 in Augenschein genommen. Da ging es ja darum, dass hier mit Blick auf den Tageschart gerade die Situation hier wichtig ist im Bereich 1985 so und insbesondere auch hier das Level um die 2000-Punkte-Marke. Sehr schön zu sehen, dass wir gestern hier ein sehr, sehr dynamisches Reversal nach oben gesehen hatten. Heute wurde die Stimmung ein wenig getrübt durch ja, schwache Daten in Sachen Bruttoinlandsprodukte aus den USA. Die Erwartung lag hier bei 3,1% für das vierte Quartal. Analysiert waren es dann doch nur 2,6%. Das führte zu einer gewissen Ernüchterung und wir sehen dies in der heutigen Freitagskerze auf Tagesbasis, die hier ja, nachgibt, wie man deutlich sieht. Ist das jedoch die Tendenz, die uns jetzt hier bis zum Handelsschluss begleiten wird? Das wird vielleicht für den einen oder anderen US-Trader die Frage sein. Deswegen gehen wir mal hier auf den Stundenchart und kreisen mal so ein bisschen die aktuelle Chartsituation ein. Kurzfristig, wie gesagt, haben wir hier den gestrigen Erholungsimpuls. Der Markt hat sich ja in den Abendstunden schön nach oben entwickelt, aber wir haben hier kurzfristig immer noch eine schon sehr, sehr steile Abwärtstendenz. Man kann ja die Neigungswinkel der Abwärtstrendlinien hier sukzessive anlegen. Das Ganze gewinnt hier immer mehr an Fahrt gen Süden und das hat auch zunächst noch Bestand. Wir sehen nämlich hier im Sinne dieser Indikation aus der Nacht, und ich müsste den hier mal ein bisschen sauberer anlegen, hier diesen kurzfristigen Abwärtsdruck, da sind wir auch jetzt just heute dran gelaufen. Kurzfristig lässt sich auch hier im Markt im Stundenchartintervall hier eine Widerstandszone im Bereich 2020, 2024 lokalisieren. Da muss der Index drüber, um hier wirklich weiteres Potenzial auf der Nordseite zu generieren. Unterhalb dessen, unterhalb dieser kurzfristigen Abwärtstrendlinie, die hier einige Auflagepunkte genießt, ist es durchaus möglich, dass wir hier in Richtung der gestrigen Tiefs nochmal zurückfallen. Ich will Sie aber natürlich nicht mit dem oder ohne den Blick in die Kristallkugel hier sozusagen mit dem Chart allein lassen, denn da sehen wir hier, und dann machen wir das Bild direkt mal ein Stück weit größer, dass die heutige FTSE und Vektorlogik hier durchaus nach den jetzigen Tiefs, die wir gesehen haben, eine ansteigende Tendenz vorausprognostiziert. Also hier zumindest für den heutigen Handelstag hier im Stunden-Chart-Intervall sieht das schon mal ganz gut aus. Wir können das Ganze noch ein bisschen abkürzen und fokussieren das mal auf die 15-Minuten-Zeitebene. Jetzt werden die Pattern gescannt. Das schauen wir uns dann, wie gesagt, gleich mal an, wenn der Chart jetzt hier aktualisiert wird. Bis es soweit ist, da kommt der Scan rein. Schauen wir nochmal auf den Stundenchart. Wie gesagt, hier wird es jetzt interessant, ob die Kerze jetzt hier weiter absackt oder nicht. Wichtig dabei, behalten Sie das heutige Tagestief im Auge. Das notiert hier bei 2001,70 Punkten. Da sollten wir tunlichst nicht mehr drunter fallen. Also das wäre schon ein Signal, bei dem man sagen könnte, okay, jetzt gehen wir doch schwach ins Wochenende, schwach aus der Woche. Oberhalb dessen will ich die Chance nicht abschreiten, gerade im Sinne der FTSE-Logik, die wir uns jetzt nochmal brandaktualisiert im 15-Minuten-Chart-Intervall anschauen. Und da sehen wir eben jetzt hier eben auch die möglichen Tendenzen bis in den Abend hinein. Ja, und da sehen wir tatsächlich eine Anfangsschwäche, die wir aktuell erleben, aber hier die Möglichkeit im Sinne der weiteren Stunden hier eine Bodenbildung zu erfahren. Das heißt, statistisch, saisonal und nach der FTSE-Vektor-Logik, also sozusagen der Pattern, Analyse der jüngsten Vergangenheit projiziert auf den zukünftigen Verlauf, lässt hier eine positive Tendenz erwarten. Ob es wirklich bis zu 2030 Punkten knapp reicht, das sei mal dahingestellt. Aber rein technisch oberhalb des heutigen Tagestiefs sollten wir hier eine ansteigende Tendenz sehen können. Wichtig dabei, wenn wir hier nochmal den Stundenchart betrachten, sollte es wieder zu Auftrieb kommen, dann wird es hier im Bereich 2020 spannend. Und wenn da es gelingt, dass wir uns hier drüber absetzen, da kann auch schon das Hoch hier über die Abwärtstrendlinie bei 2018,70 Punkten drüber dienen, dann hätten wir hier gute 10 Punkte noch Potenzial, die es heute nach oben gehen könnte. Also S&P 500 wollen wir nicht abschreiben, hier zum Wochenabschluss nach der gestrigen Erholung beschert uns vielleicht auch heute der US-amerikanische Markt noch einen schönen Wochenausklang. Die Wochentagsstatistik selber dazu sagt uns hier, wir befinden uns natürlich im HOS-Modus an den Märkten.
Hier während des letzten Handelsjahres ganz klar kein Tag im überwiegenden Schnitt negativ geschlossen. Aber man kann sagen, 56% positive Schlusspreise ist doch schon eine Hausnummer. Und im Overall ist der Freitag tendenziell auch einer der, ja, in Anführungszeichen, leicht bullischeren Tage im Kontext zum Dienstag oder zum Mittwoch. Das mal zu den Rahmendaten, das mal zum Ausblick auf den weiteren Verlauf vom S&P 500. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Das war's für heute mit JFD Live Trading TV. Montag geht es weiter in der kommenden Woche dann auch noch ein Event-Webinar. Wir werden es im Stream ankündigen. Hoffe, Sie sind dann auch dabei. Da geht es dann speziell um Devisen und gewisse Marktaktivitäten, gerade am 15.01. Schweizer Franken-Crash etc. Lassen Sie sich überraschen. Ich sage bye bye, tschüss und wünsche Ihnen was. Bis bald, Ihr Christian Kämmerer.